So, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Ich weiß, ich habe das Spiel Ewigkeiten schleifen lassen. Ich habe es seit ein paar Monaten pausiert. Ich habe es ab und an ein wenig gespielt, um beispielsweise Pikachus mit coolen Hüten zu bekommen. Kann man sich das hier angucken? Bam, bam. Ja, kann man. So. Ich spiele das hier mal eben ab. Es gab Pikachu-Events, oder die gibt es glaube ich immer noch, und da habe ich dann halt eben, wie man hier sieht. Ups, nein, das wollte ich nicht. Zack, zurück. da habe ich die halt eben eingegeben, die Codes, und habe das Pikachu mit der Originalkappe erhalten. Ach, verdammt. Also. Ja, wieso wird das jetzt nochmal abgespielt? Nee, Moment. So. Dann gab es noch ein zweites Pikachu. Indem man I choose you eingegeben hat, allerdings ein bisschen abgeändert. Ach, das war wieder so schrecklich aufgenommen, das war alles. Ja, ich denke, wenn ich das hier eben die Aufnahmen so keine Ahnung, das ist dann so Und wenn man der offiziellen Pokémon-Seite auf beispielsweise Facebook oder anderen Medien folgt, Social Media Dingen folgt. Wie zum Beispiel, wie heißt das? Twitter und so. Dann bekommt man da halt eben auch die gesamten Codes dafür. Und das hier war das letzte, das dritte Ding. Pika Advance. Und jetzt gibt es noch ein weiteres und das werde ich gleich mit euch zusammen eingeben. Deswegen zeige ich euch halt eben diese Viecher, die ich jetzt bereits so geholt habe. Ja, das ist halt eben das Coole an der Switch, dass man dann so die letzten 30 Sekunden als Video abspeichern kann. Boah, aber das braucht mir bestimmt auch den Schädel weg, weil die Soundeffekte so laut sind. Das hier habe ich mit so einem Painting gemacht und dann habe ich ja so ein paar, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! Screenshots, was man halt so macht, wenn man die Möglichkeit hat, Sachen aufzunehmen. So, und dann zurück zum eigentlichen Spiel. Denn jetzt holen wir uns ein Pikachu, von dem ich finde, dass es eine ziemlich coole Kappe hat. Und zwar das mit der Sinnoh, also aus der Sinnoh-Region. Wenn dann alles so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ich hoffe natürlich, dass es alles problemlos klappt. Und diese gesamten Pikachus, die hatte ich eigentlich schon mal geholt in den gesamten Game Boy Advance Teil. Aber die habe ich halt eben auch nie hoch getauscht. Deswegen finde ich das ganz nett, dass man die hier auch nochmal bekommen kann. Und jetzt geben wir hier Volt Tackle ein. Und dann noch ein Pika, wobei das I immer zu einer 1 wird. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Warum sollte es nicht, ne? Ja, und auf diese Art und Weise habe ich halt eben ein paar Pokémon gesammelt in den letzten Monaten. Und alles, was ich in den letzten Monaten gemacht habe, also ich habe ja euch versprochen, dass ich die Story mit euch zusammen durchspiele. Was ich jetzt auch wieder tue, nachdem ich OBS wieder neu eingerichtet habe und so weiter und so weiter. Ja, da könnte ich mir eigentlich auch gleich die Neuigkeiten aus der Naturzone holen, ne? Ja, und genau, ich war halt eben nur die ganze Zeit über in dieser Naturzone und habe da ein bisschen Pokémon gefarmt, die halt eben so eventmäßig aufgetaucht sind. Wobei ich glaube, dass ich auch da das meiste vergessen oder verpasst habe.
wenn da irgendwelche coolen Viecher gewesen sind. Also so Shinies oder so. Ich glaube, es gab ein Shiny Pikachu-Event oder so. Ja, das war ein ziemlicher Reinfall bei mir. Weil ich das nicht hinbekommen habe, da die Sachen vernünftig zu dingsen. Und ich habe den Erweiterungspass noch nicht geholt. Ja, ich habe gehört, es soll jetzt bald irgendwie ein neuer Teil rauskommen, so. Aber ich habe den halt eben schon davor nicht geholt und ach, keine Ahnung. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht aus dem Pokémon Center heraus. Ah, das sind Dinge, die laufen mal wieder ziemlich unprofessionell. Oh, übrigens, ich mag diese Region, in der wir uns gerade befinden. Das mit dem Schnee und so weiter, das ist schon ziemlich schick. So. Da haben wir dann die zwei Pikachus. Die ich dann in die Box mit den besonderen Pokémon verschiebe. Da. Ist das nicht cool? Dann sind hier auch noch die ganzen Viecher drin, die man... Na, Moment, kann ich das... Ja, die Viecher, die man... Wo hat man die bekommen? Keine Ahnung, irgendwo wird das sicher angezeigt. Ja, hier Pokémon Home. Die Viecher mit den versteckten Fähigkeiten. Was das Ding hier macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es irgendwie geile Werte hatte oder so. Ja, dann hier Pokémon Home, Pokémon Home. Pokémon Home. Das Ding hier ist das erste Shiny, was ich in dem Spiel gefangen habe. Naturzonenbahnhof. Also das sind ja die Teile, die man durch Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli bekommen hat. Dann haben wir hier noch einen Pokémon aus Dingens hier. Aus Home. Da habe ich mich für Bisasam entschieden. Eigenartigerweise. Ja, da haben wir hier noch ein Mushas, was ich gerne zu einem fetten Austausch weiterentwickeln würde. Weil ich halt eben bis jetzt immer in jedem meiner Teams einen Austausch hatte. Und das hier wurde ziemlich gut trainiert und ja, ich habe halt eben so ein paar Pokémon hin und her getauscht. Damit habe ich so meine Zeit verplempert. Dann habe ich hier jede Menge Machomai, die ich in der Naturzone gefangen habe. Genauso wie dieses Feuerzeug-Pokémon oder die Schlange. Ja. Und so habe ich mir hier eine kleine Armee aufgebaut. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Viecher. Ein paar Viecher. Das Ding hier habe ich getauscht bekommen. Das war ziemlich nice. Das heißt, mir fehlt jetzt noch ein Ding und dann habe ich theoretisch alle Pokémon zusammen, um dieses komische Maschinen-Pokémon in Shiny zu bekommen. Ihr wisst, welches ich meine. Ich habe da auch schon in den alten Editionen gespielt. So, ja. Also herzlich willkommen zurück in der Galar-Region. Ich bin ewig nicht mehr hier gewesen. Ich bin, glaube ich, ganz schön eingerostet und ich bin ziemlich gespannt, wo uns unsere Reise hinführt. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Art Arena. Nee, das sind teils so klein, okay. Oh, eine VM. Eine TM, Eisspeer. Genau die richtige Attacke für den Austausch. Ach ja, und ich habe versucht, die Pokémon nicht zu trainieren, aber es gab so den einen oder anderen Kampf, den ich leider aus Versehen geführt habe, wodurch die vielleicht minimal um wenige Level gestiegen sind, aber das war nicht meine Absicht. Was, welche Attacke? Welche Attacke würde meinem Pokémon beibringen? Hä? Ich wünschte mir, ich hätte es gelesen. Hier, dem hier. Warte mal, kann ich das Ding... Nur ein... Nee, eigentlich nicht. Ne? Normalerweise ist es nicht so weit Pokémon. Ah, okay. Drago-Meteor. Okay. Ich hoffe wirklich, dass es nicht nur ein einziges Mal beigebracht werden konnte, so dass ich das jetzt eben verballert habe für so ein nutzloses Viech, ey. Das wäre echt bitter. Oh. Wir können hier wieder einkaufen. Ja, ich mag Pokémon vom Typ Eis und ich glaube das hier, also wenn man sich in Pokémon so Wohnungen kaufen könnte, dann wäre das wahrscheinlich die Stadt, in der ich mir eine Wohnung zulegen würde.
dann würde ich hier wohnen. Geld? Das ist die alles entscheidende Frage. Ich weiß es nicht. Habe ich überhaupt Geld, um irgendwas leisten zu können, oder habe ich mein gesamtes Geld schon beim letzten Mal auf den Kopf gehauen? Ja, anscheinend habe ich nicht mehr ganz so viel. Punk-Shirts. Oh, schaut euch mal an, wie bösartig dieses Evoli guckt. Was sehe ich da? Ich weiß gar nicht besser. Warum gucken die so böse? Die Jacke finde ich ganz passabel. Okay, und dann haben wir hier jede Menge Schuhe, die auch ganz nett aussehen. Kann ich nicht leugnen. Dann haben wir... Aha. Okay, dann haben wir super eigenartige Mützen. Okay, zugegeben, die sehen warm aus, aber... Nicht für das Geld. Dann da doch fast schon lieber eine Brille. Ja, muss nicht sein. Also die Sachen, die ich jetzt hier gesehen habe, die muss ich mir nicht unbedingt kaufen. Verkauft die andere Frau andere Sachen, oder? Nee, offensichtlich nicht. Wo laufe ich hier überhaupt hin? Was ist mein Auftrag? Hallo. Was war das denn? Okay. Ah, da unten ist so ein Viech. Das habe ich aus Versehen getriggert, dadurch, dass ich den Zaun angesprochen habe. Alles klar. Ach, Leute, ihr quatscht mich immer voll mit irgendwelchen Dingen, die mich so wenig interessieren, dass ich sogar zu faul bin, es mir durchzulesen. So. Oh ne, ich habe ja sowieso keine Kohle und eigentlich bin ich mit meinem Style im Moment ganz zufrieden. Außerdem, keine Ahnung, das Design ihrer Haare ist eigenartig. Was macht ihr hier? Hat ihr eben gefragt, ob Schneemänner Pokémon sind? Sieht so aus, als würde das Kind da einfach an den... Sonnenpissen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Oh, die Musik klingt schon ein bisschen gehobener. Mir auch ein wenig bekannt vor. Ich glaube, es auch schon einen alten Pokémon-Teil, ne? Kann das sein? Ja, dann ist hier auch alles abgesperrt. Ich fühle mich fast wie in Corona-Zeiten. Wie habt ihr eigentlich Corona überstanden, falls irgendjemand zusieht? Ich kann es nämlich gerade echt nicht sehen. Aber es würde mich wundern, wenn zu dieser unchristlichen Zeit irgendjemand zusieht. Es gibt ja jetzt so ein Chat-Symbol. Ich gehe davon aus, dass in diesem Chat-Fenster eure Benachrichtigung reinkommt, falls jemand schreibt.
oder anders gesagt. Ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht mitbekommen, falls irgendjemand schreibt. Weil ich nicht auf zwei Bildschirme gleichzeitig gucken kann. Ja, das ist die zornige Wahrheit. Magst du Pokémon? Ah ja, es geht. Ich bin von da gekommen, dann bin ich hier rein. Das war mir übersichtlicher als auf der MS Anne. Oder MSN. Ach, das ist hier, Game Freak ist das. Ganz vergessen, dass die ja überall in den Hotels abhängen. Nachdem man durch ist mit dem Spiel. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Und jetzt steht er da vor der Dusche und wartet darauf, dass ein Pokémon da rauskommt. Was stimmt nicht mit den Leuten in dieser Region? Hatte ich da oben eigentlich alles abgegrast oder habe ich mich wieder von irgendwas ablenken lassen? Das sieht doch lecker aus. Und abstoßen zugleich. Kommt mich nicht an. Ja, was? Sehe ich das richtig? Zwei Elternteile für ein Kind? Wie unrealistisch. Hier nicht die Möglichkeit, etwas zu bestellen. Ja, ich hab doch irgendwie angesprochen. Irgendjemand. Was sind das für unnötige Orte? Also schön, dass es diesen Ort gibt. Ja, das erweitert so ein bisschen die Spielwelt und das Spielerlebnis, aber. Hä? Verstehe ich, was ich meine? So, hä? Was ist da los? Läuft irgendwas nicht ganz so richtig. Also... Pass auf, dass diese Viecher nicht deine Wohnung abfackeln, junge Dame. Endlich 1000 Leute angesprochen und endlich ein Item bekommen. Ich wünschte mir, ich hätte nicht schon wieder so super spät angefangen. Also es ist jetzt bei mir 2 Uhr irgendwas. Ich werde eine Stunde zocken, danach muss ich einige Sachen losschicken wegen der Uni. Eigentlich hätte ich die schon vor Ewigkeiten wegschicken müssen. Ihr kennt mich, ich bin ein faules Stück und deswegen streame ich nicht und schicke auch keine Sachen weg, die ich wegschicken muss.
Aber ich habe es heute immerhin hinbekommen, OBS wieder zu reparieren, damit ich hiermit wieder streamen kann. Das ist schon mal ein großer Erfolg, wie ich finde. Will ich in die Arena? Habe ich die Arena vielleicht sogar schon abgeschlossen? Nee, ne? Haben wir nicht. Das wüsste ich aber, wenn wir das hätten. Kann es sein, dass dieser Vogel, den ich da habe, Moment, dass der beim letzten Mal, also vor mehreren Monaten, noch gar nicht weiterentwickelt war, sondern sich erst irgendwie offscreen entwickelt hat? Die sind doch gar nicht geheilt, ey. Was mache ich denn für Sachen? Ich kann auch so nicht in eine Arena reinlaufen. Sogar die gesamte Steuerung ist für mich irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig inzwischen wieder. Also Pokémon ist echt so ein Game, das sollte man eher so für sich selber spielen, glaube ich. Also so online Let's Play mäßig ist es jetzt nicht so vielfältig, dass es mich so mitreißen würde, dass ich euch damit gut unterhalten könnte. Aber die Dinge, die man anfängt, die muss man auch zu Ende bringen, ja. Denn das ist halt eben so ein Geheimnis einfach. Also Jordan Peterson hat das auch festgestellt. Man muss Dinge zu Ende bringen, das ist... Weil sonst wird man unglücklich. Und vor allem dann, wenn man Gefahr läuft, irgendwie wieder ein altes Muster zu verfallen oder dann... Oder halt eben dafür zu sorgen, dass halt eben sich gewisse Dinge dann dadurch wiederholen, dadurch, dass man halt eben einfach nichts tut. Aber ich kann es jetzt auch nicht wortwörtlich wiedergeben, weil ihr wisst, ich bin müde und... Oh nein! Ich erinnere mich an ihn. Hopp. Dieser dämliche, dauergrinsende... Falls ihr wissen möchtet, was ich saufe... Limonade. Das sieht echt so aus, als würde er mich zum Kampf herausfordern. Warum sind die alle so gut gelaunt in dieser Welt? Hey, stellt euch vor, ihr würdet in so einer Welt leben. Also ich meine, ich lebe gerne in Deutschland, ja. Hier sieht man nicht so häufig Menschen lächeln oder lachen. Stell dir vor, ich würde schlagartig dann in dieser Welt landen. Das wäre mir zu glücklich, ey. Ich glaube, ich würde mich freiwillig Team Rocket anschließen. Einfach nur, damit Leute weniger glücklich sind. Also im Moment fühle ich das hier ein wenig, obwohl ich diese komischen Hosen nicht mag. Ja, nehmen wir die Stahluniform. Kann ich die irgendwie auswählen, sodass ich die auch trage im Kampf? Das Spiel ist zu kompliziert für mich. Ich habe einfach die Kontrolle über mein Leben verloren. Okay. Was heißt denn hier Kartencode?
hier gerade irgendwas Dummes? Kann ich Liga-Karten empfangen anscheinend? Nicht so einfach, okay. Okay, aber das ist schon ein wenig cool. Dass man so ein paar Glitzer-Pokémon-Karten hat, einige mit Unterschriften. Das ist schon nice. Okay, stellen wir uns den Kampf. Das ist immer noch die scheiß Standarduniform. Wie kann ich die denn abändern? Ich würde gerne eine andere Uniform anziehen, glaube ich. Ich meine, ich kann alle Uniformen kaufen, ja, aber irgendwie bin ich zu blöd, um sie auch zu benutzen. Okay, das sieht nach einer richtig schönen, klassischen, altmodischen Eisarena aus. Okay, vor mir scheint so eine Art Mühe zu sein. Also, ja. Okay. Die Items, die man auch sammeln kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe ein Feuer-Pokémon. Eigentlich sollte das alles kein Problem sein. Sehr gut, da oben ist noch so ein schwarzer Rand. Das heißt, ich muss nicht bis zum Ende gezogen haben. Das ist normal so. Ja, komisch, ich sehe tatsächlich so einen scheiß schwarzen Rand. Ich sollte nicht damit rumspielen, sonst mache ich es noch kaputt. Okay. Feuersäulen. Oh, das war sehr effektiv. Da hätte ich damit rechnen können. Ich mag die Arme von dem Hasen irgendwie nicht. Also ich finde, die hätten die noch ein bisschen cooler machen können. Einfach so ein bisschen mehr in Richtung Digimon gehen können mit ein bisschen, keine Ahnung. Vielleicht sowas wie ein Bizeps. Oh oh. Ja, das ist wie überall falsch. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, aber hier schlägt das Ding dann auch schon wieder aus. Ich hier auch. Ganz ehrlich, gerade diese Eisarenen, die waren ja immer dafür bekannt, dass man eigentlich immer so eine Art Herausforderung damit hatte, da durchzukommen. Das hier sieht bis jetzt noch sehr schaffbar aus. Okay, vielleicht ist
doch ein bisschen nerviger, als ich gedacht habe. Weil das Ding hier einfach überall ausschlägt, egal in welche Richtung ich gucke. Hier vorne ist was, da ist was. Hier ist wahrscheinlich irgendwas, mal wieder. Oh ne, ich hab's geschafft, irgendwo durchzukommen. Hier davor ist was, hinter mir ist was. Okay. Das ist überall was. Okay, scheiße. Aber hier kommen wir rein. Okay, ich weiß, was ich. Hey! Ich fordere dich heraus! Also, wenn ich eine Arena hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch eine Eisarena oder eine Stahlarena. Eins von beidem. Ich check nicht, warum das Ding nicht einfach so komplett voll will aufnehmen. Seht ihr den Rand auf der rechten und oberen Seite? Vielleicht bilde mir das ein, aber ich glaube nicht, dass ich mir das einbilde. Ja, egal, weil ich später eine Aufnahme sehe. Oder wenn ich es auf YouTube hochgeladen habe. Okay, es ist ein Austausch. Doppelkick. Ja, dafür, dass es sehr effektiv sein soll, ist es gar nicht so effektiv. Na, großartig. Die Initiative ist nicht zu stark gestiegen. Nö, nicht stark genug. Irgendein Weg, den ich gehen kann, ohne in so ein Loch zu rennen, oder muss ich jetzt hier. Ja, aber da ist auch was, direkt. Der schlägt ja überall aus, ey. Ich bin wieder verfickten Schnell. Kann ich hier sehen? Kann ich jetzt da rein? Ja, kann ich. Okay. Hey! Hey! Ey, die eine mit dem Austausch, die hätte mich einfach mit der Wasserattacke angreifen sollen. Damit hätte sie wahrscheinlich höhere Chancen gehabt, mich fertig zu machen. Jetzt mit der Aktion, die sie dann irgendwie in Angriff genommen hat. Okay, das ist wieder ein absolutes Eis-Pokémon. Da, glaube ich, reicht eine Feuersäule aus. Gut gemacht, Klopfer. Gut gemacht. Okay, da schlägt es aus. Es schlägt überall aus. Es schlägt überall aus. Es ist völlig egal, wo ich hingehe. Ich bin dem Tode geweiht. Was soll ich hier? Naja, doch vor mir ist wieder etwas. Ich trampel da gleich wirklich irgendwo rein, glaube ich. Da ist auch was. Hier ist überall was. Überall ist etwas. Gott. Ja, bin ich nicht von da gekommen, warum schlägt das denn da aus? Bricht jetzt alles ein? Das war so klar.
Charakter schwenkt dann sowieso wieder hier lang. Okay, dann gucke ich mal, ob das jetzt die Falle gewesen ist, ob ich jetzt hier vorbeikomme. Ja, so wird. Aber ich komme jetzt auch wieder ein bisschen rein. Lässt sich. Jetzt bekommen wir auch noch ein bisschen Nebel hier rein, damit es noch ein bisschen komplizierter wird. Ich verstehe. Es ist so ätzend, egal in welche Richtung man geht. Man ist überall den Tode geweiht. Ich hab fast schon versucht, hier einfach so durchzulaufen, dass alle diese Fallen auszulösen. Ist es endlich geschafft, okay, ich bin auf einer Plattform. Das heißt, hier könnte ein Trainer sein. Das ist aber nicht. Hm. Die Vibrationen in meinem Controller sind stark. Das bedeutet, hier ist sicher irgendwo. Irgendwas ist nicht ganz koscher. Oh, da gab es eben einen Frozen. Hey. Da ist er. Das ist halt eben auch doof. Also wenn man die ganzen Trainer mitnehmen möchte eigentlich, um sie einfach zu besiegen, weil, keine Ahnung, wenn man es nicht macht und man dann halt eben so durch ist, dann kann man die nicht nochmal herausfordern, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja nicht drin. Feuersäulen, ja. Ja, machen wir mal. Ich sag doch, das ist Spaziergang. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich am Ende keine Attacken mehr über habe. Und Feuerball verfehlt ja auch. Das war abzusehen. Ich da einfach reinlaufe. Einfach alles auslösen, dann ist schon die Hälfte der
Probleme erledigt, weil da nichts mehr ausgelöst wird. Okay, doch. Vielleicht ein bisschen schwieriger, als ich anfangs gedacht habe. Vielleicht wäre es aber auch alles einfacher, wenn ich nicht einfach so stumpf in jede Falle reinzippen würde. Wir haben es endlich geschafft. Wir betreten das Stadion. Ist die übergewichtig? Ja, ist sie. Schon wieder eine übergewichtige Trainerin und diesmal sogar eine Arena-Leiterin. Europa ist so ekelhaft. Naja, aber ansonsten geht das Design in Ordnung. Erinnert mich ein wenig an die eine aus Street Fighter. Ihr wisst, welche ich meine. Die mit den blonden Haaren, die irgendwie Eisattacken von sich geben kann. Ja, Mel ist schon okay. Wenn sie ein paar Kilo abnehmen würde, wäre sie glücklich. Und diese Musik. Es geht wieder. Es geht wieder aufwärts. Das Ding war früher mal ein Feuer-Pokémon. Ich finde es designtechnisch auch gar nicht so gut. Aber die Arena finde ich ganz cool. Also, dass da diese Eisreflexe auf dem Boden zu sehen sind. Wie in so einer Eiskunsthalle. Das ist ganz cool. Das hat überlebt. Also ist es so widerstandsfähig, das Ding? Ich hab jetzt mal echt nicht gerechnet.
Oha. Was war das denn Eigenartiges? Wer hätte gedacht, dass hinter dem... hinter dem Eiswürfel so ein winziger, hässlicher, kleiner Kopf versteckt ist. So, Gedankengut ist die neue Attacke, erhöht der Spezialangriffs- und Verteidigungswert. Durch Konzentration, aber das ist nicht mein Spielstil, also... Sie hat mir endlich einen Grund gegeben, mein Pokémon zu wechseln. Doppelkick oder Kopfmaus? Das ist die Frage. Also. Weil Doppelkick ist schon ziemlich schwach. Kreuzfahrtschiff auf dem Rücken. Ich hasse es nicht. Ja, das sind keine guten Bedingungen für mich. Sinn jetzt noch in die Dynamax-Form zu gehen. Machen wir mal. Gucken wir mal, was wir da rausholen können. Weitere Angriffe, mein Kick ist im einen. Tja, vielleicht ist es doch lieber heilen. Naja, egal. Ich habe ja noch meinen Schluss und hier. Der kümmert sich da schon dran. Ich glaube, ein Garros hat eigentlich ziemlich gute Chancen dagegen. Schön, dass alles raus ist. Okay, jetzt war's das. In der Gigamax-Form, wenn es in der Form geblieben wäre, hätte ich gesagt, hat das Ding irgendwo ne, vielleicht noch im Ansatz eine Chance, aber als normales Slap-Chance, da braucht man keine Angst vor zu haben. Juhu, wir haben Eissturm erhalten. Eine weitere TM, die wir uns in unseren Rucksack stecken können.
Oh, ich glaube, ich war schon in dem Restaurant. Das war das, wo wir davor nicht essen gehen konnten, wir erinnern uns. Da, wo wir einfach wie Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Haben wir hier unser schönes Date. Was? Ich dachte, das wird ein Date. Und jetzt ist er auch noch hier. Hä, hing das auch schon davor da, als ich das erste Mal hier drin war? Joa, das war anstrengend. Werde ich hier jetzt wenigstens bedient? Ich glaube, wir haben noch gar nichts gegessen. Oder beziehungsweise ich. Na, dieses verfickte Energiebündel, woher hat er nur diese Energie? Gott, du nervst mich so sehr, Hawk. Du nervst mich so unfassbar. Oh, wenn ich gewinne, verschwindest du aus meinem Leben. Dann will ich dich in dieser Spielwelt nie wieder sehen. Oh, wurde mein Pokémon eigentlich geheilt? Ich glaube nicht. Wäre nicht gut. Das scharf ab. Ich weiß doch, das brennt gut wegen der ganzen Wolle. Wie in so einem Wattebausch, den man unter ein Feuerzeug hält. Oh nein, Heuler! Was für ein mächtiger Angriff. Feuersäulen ist so eine bequeme Attacke. Blitzigel. Schauen wir mal, haben wir hier nicht irgendwo ein Pokémon, das einen Vorteil ist gegen Elektro-Pokémon?
irgendwas, was. Nee, offensichtlich nicht. Ja, dann bleibe ich bei meinem Hasen. Haha, so ein Mistbiest zurückgeschrecken kann ich eigentlich nicht. Oh, und jetzt beherrscht sogar Wasserattacken. Damit hätte ich rechnen sollen. Ah, diese feigen Cheater, Mann. Seine Augen sind dreieckig. Ich sehe schon, ey, den Machern von Pokémon. Also so designtechnisch gehen die ja jetzt ganz neue Wege. Vielleicht weil... Keine Ahnung, ob sie alle anderen guten Ideen schon verwurstet haben. Wobei es ja keine schlechte Idee sein muss. Wollen wir mal festhalten. Einen Vorteil gegen so ein Relaxo. Keine Ahnung, wollen wir es hier mit versuchen? Nee, Moment, das Ding kann sich ja erdbeben oder so ein Quatsch. So ein Relaxo kann alle Attacken haben, ne? Es kann auch irgendwie Donnerattacken drauf haben. Dabei ist man sich nie so wirklich sicher, was da auf einen zukommt. Oh, nicht schlecht. War sein Partner nicht ein Wasser-Pokémon? Oder ist das ein Pflanzen-Pokémon? Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, ob er sich das stärkere oder schwächere gewählt hat. Oh. Schick. Ich glaube, er hat das Pflanzen-Pokémon. Wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Aber den Vogel bekomme ich noch. Ich glaube, er hat den Affen. Yeah, perfekt. So, dann resten wir mal kurz einen Affen und dann... Ist die Sache auch gut. Ja, ich vermisse wirklich so langsam die Gegner, die. Also, so, die so richtige Rivalen waren, wo man. Keine Ahnung, wo man so ein bisschen mehr Respekt haben konnte als hier vor.
Die Frage aller Fragen ist, was jetzt? Okay, jetzt weiß ich was. Was haben wir hier unten? Ah, okay, okay. Okay, verstehe, verstehe. Aber jetzt haben wir eine Stunde gespielt. Wir hatten eben den Kampf mit unserem Rivalen. Ich glaube, an dieser Stelle mache ich nochmal einen Break und mache dann einfach ein anderes Mal weiter oder vielleicht in ein paar Stunden, nachdem ich die Sachen für die Hochschule weggeschickt habe und so weiter, keine Ahnung. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war mein Stream. Ich beende jetzt die Aufnahme und bis zur nächsten Folge. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.